Kapitel 24. Als ich am Morgen erwachte, war ich allein. Ich guckte mich um. Leichter Nebel lag auf der kleinen Wiese. Von Chick keine Spur. Aber weil seine Luftmatratze noch da war, machte ich mir erstmal keine allzu großen Gedanken. Ich versuchte noch ein bisschen weiter zu schlafen, aber irgendwann trieb die Unruhe mich hoch. Ich ging zur Aussichtsplattform und schaute einmal von allen Seiten runter. Ich war der einzige Mensch auf dem Berg. Der Kiosk war noch geschlossen. Die Sonne sah aus wie ein roter Pfirsich in einer Schüssel Milch, und mit den ersten Sonnenstrahlen kam eine Gruppe Fahrradfahrer den Weg raufgefahren. Und dann dauerte es keine 10 Minuten, bis auch Chick den Berg hochgestopft kam. Ich war ziemlich erleichtert. Er war einfach einmal zum Sägewerk runtergelaufen und hatte nach dem Lader geguckt, ob der noch da stand. Er stand noch da. Wir beratschlagten eine Weile hin und her und entschieden uns schließlich, doch sofort mit dem Auto weiterzufahren, weil dieses Warten irgendwie keinen Sinn machte. Währenddessen hatten die Radfahrer sich neben uns auf die Mauer bereit gemacht, ein Dutzend Jungen und Mädchen in unserem Alter und ein Erwachsener. Wir frühstückten jetzt und redeten leise miteinander und sie sahen wirklich merkwürdig aus. Für den Klassenausflug war die Gruppe zu klein, für die Familie zu groß und für die Tour des Behindertenheims zu gut gekleidet. Aber irgendetwas stimmte mit denen nicht. Sie trugen alle so Klamotten, keine Markenklamotten, aber es sah auch nicht billig aus. Im Gegenteil, sehr teuer und irgendwie behindert. Und sie hatten alle sehr, sehr saubere Gesichter. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Gesichter waren irgendwie sauber. Das Merkwürdigste aber war der Betreuer. Der redete mit denen, als wären sie seine Vorgesetzten. Chick fragte eins der Mädchen, aus welchem Heim sie ausgebrochen wären. Das Mädchen sagte, aus keinem. Wir sind Adel auf dem Radl. Wir fahren von gut zu gut. Sie sagte das sehr ernst und sehr höflich. Vielleicht wollte sie auch einen Witz machen, aber es war die Fahrradtour der örtlichen Clownschule. Und ihr so? Fragte sie. Wieso? Macht ihr auch eine Radtour? Wir sind Automobilisten, erklärte Chick. Das Mädchen wandte sich an den Jungen neben ihr und sagte, du hattest Unrecht, es sind Automobilisten. Und ihr seid was genau? Adel auf dem Radl? Was findest du daran so bemerkenswert? Ist Automobilist weniger bemerkenswert? Ja, aber Adel auf dem Radl. Ja, und ihr? Proleten auf Raketen? Mann, war die drauf. Vielleicht war die von der örtlichen Clownschule und gerade auf eine Ladung Koks ausgekippt worden. Was die Jungs und Mädchen auf dem Berg da wirklich machten, haben wir da nicht mehr rausgefunden. Aber tatsächlich haben wir die ganze Gruppe wenig später auf der Landstraße mit dem Lader überholt und das Mädchen winkte und wir winkten auch. Aber wenigstens ist das mit dem Radl stimmte. Zu diesem Zeitpunkt fühlten wir uns schon wieder wahnsinnig sicher. Und ich schlug Chick vor, wenn wir uns mit dem Decknamen anreden müssten, dann wäre er Graf Lader und ich Graf Koks.